Es gibt im Würzburger Ave Maria, also das alte Gesangbuch, ja, diese schöne Maria, mein Königin-Lied. Jede Diözese hat ja ein bisschen andere Melodie, ein bisschen andere oder ganz andere Melodie und auch ja, andere Texte. Was mich jetzt im Würzburger Ave Maria so anspricht, ist die dritte Strophe. Die Seelen kalt und glaubensarm, die mit Verzweiflung ringen. O mach sie hell und liebeswarm, damit sie freudig singen. Damit sie mit Lerch und Nachtigall ihr Lied empor sich schwingen und mit der Freude höchste Schall dir mein Lieder singen. Also ich kann es besser singen als aufsagen. Aber ja, das Lebensfreude. Wenn man in die Zeitgeschehen hineinschaut, dann sieht man sehr viele Menschen, die niedergeschlagen aussehen. Also wenn man unterwegs ist und man auch mal Gelegenheit hat, die Menschen zu beobachten, dann hat dann jeder so eine ernste, traurige, in sich gekehrte Miene. Die Menschen starren vor sich hin und ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen, jeder hat sein Bündelchen zu schleppen. Und irgendwo, irgendwie geht dann auch die Lebensfreude verloren. Also wenn man dann als Kinder, da sind wir rumgesprungen, sind Fahrrad gefahren, sind in den Bach gewartet, haben Wasserschlachten gemacht, sind ins Schwimmbad. Und da hat man so viel Lebensfreude gehabt, trotz Schule und Hausaufgaben und vielleicht der ein oder anderen Arbeit, die man daheim verrichten sollte, musste, durfte. Und dann, wenn man dann älter wird und ins Arbeitsleben hineingeht, dann ist das oft, ja, dann entwickelt sich das manchmal sehr tragisch, weil ja, viele sich auch in ihren Talenten und Interessen gar nicht so verwirklichen können, wie sie gerne möchten. Und irgendwie, irgendwo, irgendwann ist man dann in irgendeiner Arbeit oder irgendeinem Beruf stecken geblieben, der einen so gar nicht mit Freude erfüllt, wo man dann abends sich ins Bett legt oder heimkommt und sagt, ja, was hast du heute eigentlich den ganzen Tag gemacht, immer das Gleiche. Und das führt dann hin zur Midlife Crisis, wie man so schon sagt auf Neudeutsch, Midlife Crisis, so ab 40 fängt das, glaube ich, an. Ja, man wird älter, man merkt, dass man älter wird. Ja, also bei manchen hat es schon früher angesetzt, bei manchen fängt es jetzt setzen an, das Bäuchlein. Und man wird so irgendwie so niedergedrückt und man hat so den täglichen, alltäglichen Trott. Und ja, also Sorgen, Depression hat ja auch zugenommen. Dann, ja, es ist also ganz tragisch, wie sich die Menschheit entwickelt. In den Dörfern, die Vereine sterben. Man, ja, also es gibt so viele Sachen, die einfach irgendwann nach aufhören. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es weniger gut. Und ja, die Lebensfreude fehlt. Und es ist aber so auch, weil der Gottesbezug nicht mehr da ist. Der Gottesbezug ist nicht mehr da. Die modernistische Kirche hat es ja fertiggebracht, die Menschen aus der Kirche zu vertreiben. Das ist also jetzt, wo alles modern ist, der Welt so zugewandt, umso weniger Glaubensinhalt und so weniger Festigkeit haben die Menschen im Christentum, im Katholizismus. Und ja, also, und dann steigt natürlich auch die Depression. Und da gab es mal eine Geschichte, die habe ich selber gehört, ob sie wahr ist oder nicht, ist auf jeden Fall eine sehr gute Parabel, weil nämlich es wahr ist. Und da kam auch jemand zu einem alten Mann, der viel gebetet hat. Und der sagt: Sag mal, was bringt dir denn das ganze Beten? Das auf den Knien rumrutschen, den Rosenkranz durch die Finger gleiten lassen, den ganzen Tag und da Bibel lesen und Rosenkranz und sitzt doch, was bringt denn das alles? Ist doch Zeitverschwendung. Geh doch mal raus, trinke Bier und ja, geh zum Stammtisch. Das ist doch, da bist du unter der Leut. Ja. Und dann hat der alte Mann gesagt, ja, also bringen, also bringen tut's mir das Gebet eigentlich nichts.
Aber es hat von mir genommen. Depression, Einsamkeit, Niedergeschlagenheit, Aussichtslosigkeit, die Angst vor dem Tod, mein Egoismus. Es hat mich demütig gemacht. Also habe ich durch das Gebet vielleicht nichts gewonnen, aber einiges verloren. Und vielleicht sollte man mal so ans Gebet herangehen, dass man sagt, ja, brauchen tue ich eigentlich nichts, aber ich habe viel loszuwerden. Und wer ist denn ein besserer Zuhörer als der liebe Gott? Und das sind mal Gedanken, die möchte ich euch Ihnen mitgeben in den heutigen Tag, in die kommende Zeit. Vielleicht doch mal sich Zeit zu nehmen für das Gebet und alle Sorgen, Nöte, Ängste, Hoffnungen, auch Freuden mal zum Heiland hinbringen, zu seinem göttlichen Herzen. Und auch versuchen, mal die Stille auszuhalten im Gebet und um Gott zu uns sprechen zu lassen. Manche warten ja immer wieder auf, dass Gott ja erscheint, dass man ein Erscheinungserlebnis hat, dass Gott zu einem spricht, wie Menschen miteinander sprechen. Aber Gott spricht ja auch auf vielerlei Weise zu uns, nicht nur in Worten, sondern vielmehr auch mit einer höheren Kommunikation, die wir in uns spüren. Und schauen wir nur die Schöpfung an. Die Schöpfung spricht vom lieben Gott. Wie gut er ist, wie herrlich er ist, wie viel er sich bei der Schöpfung gedacht hat, bei der Erschaffung der Bäume und der Gräser, der Wildtiere, der Haustiere, bei der Erschaffung des Menschen, den er ja in seinem Ebenbild geschaffen hat. Also sind wir doch seine Kinder. Und wenn wir Sorgen, Ängste, Nöte und Hoffnungen haben, dürfen wir zum lieben Gott hingehen, unserem himmlischen Vater, und einfach nur beten. Das heißt nicht, dass wir jetzt unbedingt Rosenkranz beten müssen, sondern einfach unser Herz, unseren Sinn, unser Intellekt für die Präsenz des lieben Gottes öffnen und ihn in uns sprechen lassen, ins Einziehen lassen, wirken lassen und ihm einfach zuhören, in die Stille hören. Und wenn wir das machen, wenn wir jeden Tag ein bisschen beten, ein bisschen mentales Gebet haben, in unseren Tag einbringen, uns dem lieben Gott zuwenden, dann wird es auch in unserem Leben ein bisschen besser. Das kann ich mit Sicherheit sagen und einfach mal ausprobieren. Und Herr, lehre uns beten. Und welches Gebet hat uns denn der Herr Jesus gelehrt? Das Vater unser. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen.